So. Ich hoffe, ihr seid gut drauf. Habt einen geilen Tag gehabt. So, okay, ich mach gerade die Musik lauter. Aber das Lied wird am Ende leiser. Jo, ich rühre mich hier gerade noch ein Energy an. Und dann gucken wir mal, was wir so fabrizieren heute Nachmittag. Ist aber so, wie es ist, ne? Dieser kleine Pisslöffel hier. Ja, er stellt nicht scharf, scheiß drauf. Leck mir doch was. Auf jeden Fall dieses kleine Pissding hier. Soll ein Löffel reichen. Aber das fühlt sich irgendwie nicht richtig an, wenn man da nur einen so einen Löffel reinmacht. Ich habe auf jeden Fall schon mal zwei reingemacht. Und ohne Scheiß, Alter, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal geschlafen habe. Leck mir am Arsch. Das hat einfach sehr wach gemacht. Der geballert, Alter. Der hat was auch noch Energie. So. Jetzt shaken. Ja, ich habe vor den ganzen Nachmittag, ja, was heißt den ganzen Nachmittag, halt wie sonst die letzten Wochen, Monate auch, einfach am PC ein bisschen zu chillen und diesmal dabei halt einfach einen Stream anzuschmeißen und dann gucken wir mal, was wir so schönes hier veranstalten. Vielleicht auch ein bisschen zocken, ein paar Videos angucken, bisschen quatschen über Gott und die Welt, hätte ich fast gesagt, über dies und das. Ja. Gibt auf jeden Fall eigentlich immer irgendwas zu erzählen. Sei es jetzt über Events oder Corona oder eine Schrottschulter. Da hat sich ja die letzten Monate auch ein bisschen was getan, für die das gar nicht mitbekommen haben. Ich war ja im September, war Nexus Dino hier, haben wir einen ganz ruhigen Stream gemacht, wie sonst auch immer. Weil wir am nächsten Tag mehr oder minder spontan nach Malle gejettet sind. eigentlich war es logisch, eigentlich hätte man auch vorher schon kommen sehen, dass das komplett nach hinten losgeht. Und wir haben gesagt, okay. Ich weiß gar nicht, haben wir sogar um 18 Uhr angefangen? Das weiß ich gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall haben wir gesagt, okay, wir machen einen ruhigen, damit wir am nächsten Morgen fit sind, weil wir sind, meine ich, einigermaßen früh geflogen. Ja, wir sind früh geflogen. Ich glaube, keine Ahnung, das ist 7, 8 Uhr gewesen sein, oder? Ich glaube, halb 8 ist, glaube ich, der Flieger gegangen, irgendwie sowas. Um es kurz zu machen, es ist natürlich wieder komplett eskaliert. Wir haben uns übrigens da reingeknüppelt und waren bis um. Ich glaube, bis um 2 waren wir noch live. Dann habe ich noch schnell den Koffer gepackt. Und dann sind wir morgens um 4 oder halb 5 wieder aufgestanden. Mit noch übelstem Pegel und dann fliegen. Boah, das war anders anstrengend, sagst du so, das war echt nicht schön. Aber wir waren dann um kurz nach 10 waren wir auf Malle, sind wir gelandet. Bis wir im Hotel waren, war dann glaube ich irgendwie 10:45, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, dann sind wir auch schon nachmittags irgendwie mal live gegangen. Beziehungsweise haben es versucht, mal live zu gehen von der Playa direkt. War eigentlich mega geile Atmosphäre. Ich hatte mir sogar extra noch hier dieses... Ah, ich vergesse das immer wieder, das heißt hier dieses... von G, dieses G-Mimo Anti-Ruckel-Ding da halt. So eine Art Selfie-Stick, nur halt mit Gyroskop oder wie das Ding da heißt. Ja, aber das Internet da an der Playa ist einfach maximaler Schmutz. Also war das halt leider mehr oder minder für den Arsch. Egal, wir hatten trotzdem Spaß. Und ja, wir haben eine entspannte Woche gehabt. Das war wie gesagt im September. Und irgendwie, ich glaube, 3 Tage vor Abreise habe ich mich so dermaßen abgemault, dass ich so blöd mit der Schulter aufgeschlagen bin. Da waren halt neben diversen Schürfwunden, die sehr groß waren und tief, hatte ich mir dann halt hier, wenn ihr euch vorstellt, hier, wo da, hier, Schlüsselbein, dann halt hier das Schultergelenk, wo das so ansitzt. Aber das ist ja hier nicht mit Gelenk und Pfanne, wie sonst bei der Hüfte oder sonst wo. Sondern das ist halt nur ein Knochen, der anliegt und von Bändern gehalten wird. Und genau die Bänder waren dann durch. Also komplett durch. Deshalb stand das Schlüsselbein, anstatt so, wie es ja normalerweise ist, stand's. Ja, muss ich. Auf jeden Fall. Warte mal. Genau, so ist es einfacher. Also stand das dann quasi nicht so, sondern so. Und ohne zu übertreiben,
ungefähr. So ungefähr. So stand das hoch. Und jedes Mal, du konntest da halt drauf tippen, so Biom, 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 das tat übertrieben weh. Und das war sehr ekelhaft. Und es tat weh. Und ja, das hat das halt ein bisschen gedauert. Deshalb konnte ich halt leider auch nicht streamen. Ich konnte gar nichts machen. Ich konnte weder vernünftig Haare waschen, weil ich den Arm nicht richtig hochbekommen habe und sowas. Den Arm. Und es ging halt einfach gar nichts. Gar nichts ging der. Ja, das hat sich jetzt 3 Monate hingezogen. Ziemlich genau 3 Monate, ja. Und es tut halt immer noch weh, nur halt nicht mehr ganz so krass wie am Anfang. Weil ich hatte ja zwischendrin einmal probiert, ob Stream und beziehungsweise Auflegen wieder geht. Ja, es ging so einigermaßen. Also es hat zwar Spaß gemacht, bis es halt irgendwann zu sehr weh tat. Und dann habe ich halt gemerkt, also ihr wisst ja selber beim Hardstyle-Stream oder sowas, da bleibt man nicht ruhig stehen. So, bei so einem Hip-Hop-Musik oder House oder sowas, da kann man vielleicht ein bisschen mit den Füßen wippen oder so ein bisschen so. Das hält sich vielleicht noch in Grenzen. Aber bei Hardstyle, und wenn man da mit Leidenschaft dabei ist, dann, ja, dann bleibst du halt nicht still auf einer Stelle stehen. So, das war halt dementsprechend auch der Fall, dass ich dann halt irgendwann gesagt habe, okay, ich weiß gar nicht, was das war, knapp 2 Stunden, die ich durchgehalten habe oder sowas, hat keinen Sinn, keinen Zweck. Das war halt, wie gesagt, einmal dann im Oktober. Ja, seitdem war halt Ruhe. Ich war 3 Monate durchgehend krankgeschrieben zu Hause. Habe halt immer meine Physiotherapie gehabt, entweder ja, bei der Praxis halt oder halt zu Hause hier mit diesen Therabändern meine Übungen gemacht. Ich habe halt irgendwie 10 Termine gehabt. Und ja, die letzten 2, 3 Termine waren halt einfach nur zugucken, wie ich die Übung mache. Und da ich die halt dann halt irgendwann drauf hatte und alle richtig gemacht habe, hat die dann auch gesagt, so ja, schöner Termin, dann machen sie alles richtig, was wollen die jetzt hier noch? Dann habe ich halt auch gesagt, das macht ja gar keinen Sinn, dann noch mehr Termine zu verlängern, wenn man dann ja, eh nur doof beobachtet wird, wie man die Übung richtig macht. Also haben wir dann gesagt, die kann ich auch zu Hause machen, keine Terminverlängerungen. Und ja, war dann halt weiterhin immer regelmäßig beim Arzt, hab gesagt, geht's besser? Ja, nein, leider immer noch nicht, weil das zieht sich halt wie Kaugummi. Und ja. Jetzt waren wir samstags erstmal mit Petronic hier wieder am Start. Das hat auch gefetzt. Es tut dann halt währenddessen nicht ganz so doll weh, weil es inzwischen besser geworden ist. Man eventuell betäubt ist ein bisschen. Und währenddessen merkt man das halt nicht so, ne? Aber ich habe dann Sonntag schon gemerkt, dass das doch noch ein bisschen weh tat. Nicht ganz so wild wie vor ein paar Monaten noch, aber es war schon sehr unangenehm. Ja, Montag war ich dann das erste Mal wieder auf der Arbeit. Erstmal auf 5-Stunden-Basis. Nennt sich halt Wiedereingliederung, um zu gucken, wie es geht und halt langsam sich wieder ranzuführen. Ja, dann ist jetzt die Woche, 5 Stunden pro Tag arbeiten. Und dann ist jetzt Freitag wieder Arzttermin und dann gucken wir mal, wie die Woche dann bis dahin so war. Das besprechen wir dann. Einmal so ein bisschen Revue passieren lassen. Und dann besprechen wir, ob das genauso bleibt mit den 5 Stunden, ob wir weniger Stunden, ob wir mehr Stunden machen oder ich wieder doch weiter krankgeschrieben werde. Das kann ich jetzt auch noch nicht so wirklich einschätzen, weil es ja, die letzten Tage schon ein bisschen zickt, aber wie man dann halt selber ist, oder geht schon, müssen wir mal schauen einfach. Ich warte das jetzt bis Freitag noch ab. Und dann muss man halt ehrlich zu sich selber sein. Das ist immer so ein bisschen schwierig, wenn man eigentlich will, aber die Mischung zwischen Wille und Vernunft, wo man das, Gesundheit geht eigentlich vor. Bleibt mal vernünftig. Wie gesagt, gucken wir mal. Ich halte euch gerne auf dem Laufenden, wenn ihr wollt. Ja. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr Bock habt, abonniert meinen Kanal, macht die Glocke. Würde ich mich freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.